Hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Mein Kumpel Holger ist heute hier und wir haben ein schwarz-weiß Charakterporträt aufgenommen. Das zeige ich dir jetzt mal hin. Und wie wir das gemacht haben, siehst du gleich in dem Video. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns nächsten Sonntag. Bis dann. Tschüss. Für so ein schwarz-weiß Charakterporträt benutzen wir eine Beauty Dish. Ich hoffe, das sieht man so ein bisschen, dass es eine ist. Weil ich möchte ein ganz, ganz hartes Kontrast, hartes Licht haben. Und um das insgesamt noch ein bisschen zu verstärken, nehme ich so eine Wabe dazu. Könnt ihr das so sehen? Denke ich. Und damit richte ich das Licht insgesamt noch ein bisschen mehr genau auf das Model, also auf Holger hier in diesem Falle. Und halte das Licht aber auch vom Hintergrund weg, weil ich möchte den Hintergrund schön schwarz haben und möchte ganz, ganz hartes, kontraststarkes Licht haben. Ich baue das Ding mal drauf. So, drauf gebaut. Studioblitz, 400 Watt Studioblitz, haben wir 3/4 aufgerissen. Also sind wir so mit knapp 300 Watt ungefähr. Wir brauchen ein bisschen mehr Leistung, weil so eine Wabe unheimlich an Leistung schluckt. Also mit einem kleinen Aufsteckblitz kommen wir da so nicht so weit. Dann müssten wir die ISO natürlich sonst sehr hoch drehen. Ich drehe das mal kurz rauf. So ist das gut. Um die Kinnschatten insgesamt wieder ein bisschen aufzuhellen, damit wir nicht ganz, ganz im Schwarzen absaufen, hier bei dem Foto haben wir wieder einen Reflektor von unten, der so ganz eben das wieder aufhält. Ich mache mal eben ein Foto und dann schauen wir uns das mal an. Kameraeinstellungen. Ich fotografiere studiomäßig mit einer 6,3er Blende, ISO 100, 1/160 Verschluss. Ich habe meine Kamera schon einen Schwarz-Weiß-Modus eingestellt, damit ich gleich beim Fotografieren sehen kann, wie das Bild wirkt in Schwarz-Weiß, weil ich möchte es ja genauso machen. Dann holen wir uns das mal ein. Alles gut? Ein Träumchen. Dann lass uns mal eben schauen. Beauty Dish so weit runterziehen, dass ihr in dem Einstelllicht seht, dass es schon in den Augen ein kleines Cashlight gibt. Das ist ganz wichtig. Nicht zu hoch, wenn das rausfährt, sondern schön so tief, so dass wir da noch einen kleinen Punkt mit reinkriegen. 85 mm Hochformat. Schau mal hin. Das ist cool. Ich kontrolliere das mal ganz kurz. Ich schieße direkt in den Rechner rein, damit man das hier ein bisschen sehen kann, was wir hier so haben. Guck ich mal hin, dass alles soweit passt. Das ist tipptopp. Dann hole ich mir nochmal eins. Ein bisschen, genau. Ja, ist zu viel. Wieder gerade, genau, ja. Ja, sehr gut. Alles klar. Nachmachen, nicht vergessen, eure Ergebnisse unten in die Kommentare posten und dann würde ich sagen, bis nächsten Sonntag. Tschüssi.